Ja, hallo, liebe Modellbauer, Modellbahner oder was ihr auch immer seid, ist ja vollkommen Wurst. Hauptsache, man bastelt ein bisschen rum. Und naja. Ja, was seht ihr da im Vordergrund? Den RC4WD Miller Rockracer. Mein Problemkind, hatte ich ja schon mal gesagt, dass der nicht ganz so funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das gute Ding habe ich jetzt wieder, ja, demontiert. Hier seht ihr das Getriebe. Motor habe ich herausgenommen. Hier könnt ihr jetzt auch die Adapterplatte sehen, die ich da eingebaut habe für den Fusion Pro, den ich da eingebaut hatte. Das Getriebe funktioniert hervorragend. Da ist auf dem Department ist nichts. Dass man irgendwie sagen kann, das ist schlecht oder was. Ja, es macht ein bisschen Geräusche. Ich finde es auch ein bisschen sehr, sehr lang. Und die Transfer Case hier hinten ist auch nicht gerade förderlich. Ne, wenn das nach vorne geht, da könnt ihr vorstellen, wie lang die Kardanwelle sein muss. Das ist alles nicht so optimal. Der ganze Kram wird wahrscheinlich auch in den Verkauf gehen. Hier will ich euch jetzt nochmal was zeigen. Nicht, dass ihr immer meint, ich bin immer nur am Meckern und am Mosern. Hier haben wir dieses Mittellager, was ich sagte. Das sitzt ja, jetzt muss ich eben gucken, das saß ja hier irgendwo. Wenn dann die Transfer Case rauskam, ich kann es mal genau zeigen. Hier habt ihr die kurze Kardanwelle, die kam dann aus dem Getriebe raus, ging hier rein. Das Ding saß irgendwo hier und dann ging die ganze Chose mit der Kardanwelle vorne zur Achse hin. Ne? Und das hatte ich ja schon mal gezeigt. Die Kardanwelle. Das geht eigentlich noch, hat auch ein bisschen Spiel, aber das ist der Verzahnung geschuldet und nicht den Gelenken. Aber der Kollege hier, ne, nun müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann hier. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, jetzt halte ich es mal dicht daran. Ne? Ne, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht läuft. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Ja, mein Nachbar macht wieder Krach mit seinen Kindern. Also das, ihr hört ihr das? Die Lager sind schon hinüber. Die sind wirklich hinüber. Und ich stelle mich nicht an, die sind echt kaputt. Und ich habe noch nicht mal viel mitgefahren. Vielleicht vier Akkuladungen. Also sprich, eine Stunde Fahrzeit vielleicht. Ne, also, nee, finde ich ein bisschen, für den Preis finde ich so ein bisschen, nee, ne. Finde ich nicht ganz so pralle, ne? Hier könnt ihr auch mal sehen, was ich meinte. Hier ist die Vorderachse, ne? Wie viel Spiel da drin ist. Das ist nicht normal. Jetzt bleibt ihr da wieder hängen. Ne? Die Seite ist, glaube ich, noch schlimmer. Ja, hier. Also da ist ein Spiel drin, Jungs. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich von Axial nicht, das kenne ich von Traxxas nicht. Also das ist nicht so optimal und naja, was ich auch sagen wollte ist, das gefällt mir alles nicht, auch mit diesen Sperren. Oh ja, das kann ich noch mal zeigen, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Dann muss ich die links mal hochdrehen. So, die kommen nach vorne, die gehen nach unten. So, hier ist dieser Hebel. Der wird dann umgelegt. Weiß ich, jetzt kann man das jetzt. Jetzt ist sie jetzt gesperrt. Ne, ist jetzt nicht gesperrt. Und wenn ich jetzt den Hebel nach vorne mache, so. Jetzt muss ich gucken, ob mein Finger lange noch ist. Ja, jetzt ist sie gesperrt. Und dieser Hebel, hier könnt ihr ja schon wieder sehen, auch hier. Wie viel Spiel da drin ist, ne? Also, nee, ich bin da nicht von begeistert. Und ja, nun kann der eine oder andere sagen, ja, der ist nur am Meckern. Ich wäre froh, wenn ich das Fahrzeug hätte. Das ist alles schon richtig. Da kann ich auch alles nachvollziehen. Aber für den Preis, was ich dafür bezahlt habe und dann so eine Qualität, nee, tut mir leid. Aber das hatte ich ja schon mal. Lassen wir das. Ich habe jetzt was ganz anderes gemacht. Ich habe jetzt mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem Ding? Verkaufe ich den nicht?
Ihr wisst selber, die Dinger verkaufen, kriegt ihr noch nicht mal die Hälfte für. Ist so. Ne? Der Markt ist schlecht. Lass uns ehrlich sein, wir haben alle nicht viel Geld im Moment. Also schied das aus. Wollte ich nicht, weil da über 300 Euro in Sand setzen, habe ich einfach keinen Bock drauf. Das Fahrzeug an sich gefällt mir sehr gut. Und ja, ich ne, mit diesen beiden, ich kann da wohl ein bisschen was mit. So, jetzt habe ich mich entschlossen. Ja, jetzt haltet ihr mich für bekloppt. Das eine könnt ihr gleich schon sehen, das zeige ich euch. Wer das kennt, der weiß schon, was los ist. Ich mache das Ding mir wieder komplett fertig. Bau den komplett um von A nach B. Er wird kein Zweiganggetriebe mehr bekommen. Er wird keine Sperrdifferenziale mehr bekommen. Einfach nur fahren. Ne? Die beiden Achsen, die dann da reinkommen, werde ich gleich alles erzählen, werden dann permanent gesperrt. Thema Ende. So, Ende aus, Durchsage. Dann wisst ihr, was aber zukommt. So, dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Welche Getriebe verbaue ich? Ich habe schon eins gezeigt, das Aluminiumgetriebe. Das passt hier auch wo rein. Der Motor würde dann hier unten irgendwo rauskommen. Ne? Dieser Kollege hier. Ist aber alles nicht so, wie ich das wollte, weil das Verteilergetriebe wäre dann trotzdem noch hier hinten irgendwo. Dann hätte ich wieder dasselbe Problem. Nach vorne hin hätte ich dann eine Kardanwelle, die beinahe 20 cm lang ist. Alles Murks, alles Mist. So. Nach etlichen Videos, die ich mir so beguckt habe, was es dann so an Getrieben gibt, bin ich auf dieses Getriebe gestoßen. Der ein und andere wird das Getriebe kennen. Es ist ein altbewährtes Getriebe, läuft richtig schön leise, ist auch in anderen Fahrzeugen verbaut. Jetzt will ich die Katze aus dem Sack lassen. Es ist ein Element Stealth XF Getriebe. Hat gewisse Vorteile. Und zwar der Motor, wenn er so eingebaut wird, geht der Motor nach vorne. Das war mein Hauptkriterium. Motor muss nach vorne zeigen, weil das sonst hier nicht geht. Zeige ich gleich noch warum. So, und dann fallen schon sehr viele Getriebe, fallen dann weg. So, dieses Getriebe hatte das. Das zweite ist, kann ich mal zeigen. Die Ausgangs- und Eingangswelle sitzt auf einer Welle. Also das heißt, sie dreht in der gleichen Richtung. Macht wahrscheinlich auch nicht viel aus. Zum Zweiten kann ich Ihnen mal zeigen, wen das interessiert. Habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das Fahrzeug fahren, ne, wie in ganz links 1 zu 1, also 52, 52. Dann könnt ihr den fahren mit Overdrive, also 52, 53. Das heißt, die Vorderachse macht ein wenig mehr Umdrehung. Oder ihr könnt mit Underdrive fahren. Das heißt, eure Hinterachse dreht etwas. Sag ich es jetzt richtig? Dreht eure Hinterachse schneller. Genau, dreht eure Hinterachse schneller. Was nun die richtige Praxis ist für dieses Fahrzeug, wird sich da noch herausstellen. Ist aber ganz einfach umzubauen. Kann man das hier sehen? Ja, kann man hier sehen. Das ist hier oben ganz deutlich gezeichnet. Es ist dann eine zweiteilige Welle. In der Mitte ist dann ein Kugellager. Könnt ihr sehen, hier, so sieht das dann aus. Dann kann das frei drehen, wird aber, wo kann man das hier jetzt sehen? Durch das Idler-Getriebe, der hier, wird es aber trotzdem angetrieben. Beide. Ne? Könnt ihr sehen. Beide werden trotzdem angetrieben. Ne? Und das ist das Riesenvorteil, oder das ist ein Riesenvorteil dieses Getriebe, dass man das so bauen kann, so wie man das haben will. Vanquish hat zwar auch so ein Getriebe. Da kann man das sogar schalten, ob man Overdrive oder normal haben will, aber das brauche ich. Diesen ganzen Heckmeck will ich einfach gar nicht mehr. Ich will ein Auto haben, wo ich mitfahren kann. Ne, dieses alles mit Schalten und dies und das. Das einzige Fahrzeug, wo es wirklich fleckenlos läuft, wo das immer hingehauen hat, ist der Traxxas TRX4. Der hat bis jetzt keine Schwierigkeiten gemacht. Ne? So, und dann könnt ihr sehen, ich habe ein bisschen rumgefräst. Könnt ihr sehen, damit das passt. Ich habe hier ein bisschen was rausgefräst,
Da habe ich ein bisschen was rausgefräst. Hier habe ich ein bisschen was rausgefräst. Weil ihr könnt ja sehen, der Kollege passt da sonst nicht rein. Jetzt passt er genau rein. Ne? Also ich kann auch noch weiter. Ich kann auch bestimmen, wie weit ich nach vorne will, wie weit ich nach hinten will. Die Platte, die kommt hier dazwischen. Dann hat man hier auch immer noch Luft. Dann werde ich hier eine Aluminiumplatte darunter schrauben und mir hier Winkel dran schrauben. Dann kann ich das alles so zusammenschrauben. So werde ich das befestigen. Und dann werde ich wahrscheinlich die originalen Achsen links weiter fahren. Ne? Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Achsen kommen von Mios Racing, wenn der eine oder das andere was sagt. Mios Racing. Ja, da kommen Aluminium Race Achsen rein. Ne? Wem das was sagt, sehen so ähnlich aus wie Rift Achsen, sind AR60 Achsen, sind von der Breite her, ich weiß es jetzt gar nicht, Zentimeter breiter wie diese. Also es fällt so, es wird nicht echt auffallen. Ne? Anlenkung ist genau wie bei dieser Vorderachse. Servo liegt, hier könnt ihr sehen, hier lag das Servo drauf. So ist das bei den Race-Achsen auch. Also das ist auch nicht viel anders. Was hat die Race-Achse sonst noch? Der Vorteil bei der Race-Achse ist auch noch, dass man die Kegelzahnräder verdrehen kann. Das heißt, ihr könnt die Laufrichtung der Achsen bestimmen durch das Einsetzen der Kegelräder. Könnt ihr bei dieser Achse nicht, könnt ihr bei Truxas nicht, bei Axial, bei der 44er Achse könnt ihr das, glaube ich, auch nicht machen. Da geht das auch nur auf eine Richtung. Beim, na, sag schon, beim Charisma, da ging das auch. Da hatte ich das auch mal blöderweise verkehrt zusammengebaut. Da ging das auch komischerweise, ne? Nee, aber da kommen Mios Race-Achsen rein, Aluminium-Ausführung, richtig dick Kugel gelagert, mit Spools drin, wem das was sagt. Also es sitzt kein Differential drin, es ist ein gerader Durchtrieb. Dann habt ihr da auch kein Heckmeck. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir dem Kerl hier Manieren beibringen, dass der dann vernünftig läuft. Ne? Ja, ich hoffe, dass das dann funktioniert, ne? Dass er dann so fährt, so wie ich mir das vorstelle. Ja, also ich hatte den ja gefahren hier jetzt mit dem Fusion Pro und dem Getriebe. Der war auf 3S, war der schon richtig flink unterwegs. Das ging schon. Da habe ich so gedacht, so, ja, das war schon nicht schlecht. Aber das Fahrverhalten war nicht so, wo ich. Nee, das war nicht so, wo ich dachte, so, oh, das ist es jetzt. Nee, der schlingerte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke mal an den Achsen. Ich denke einfach mal, dass es an den Achsen liegt. Oder sowieso dem ganzen Antrieb mit den Kardanwellen, dass das einfach zu viel Spiel hat, dass das nicht vernünftig geradeaus fährt. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ne? Aber ich bin nicht der Einzige, der darüber am Meckern ist. Ich bin viel ja unterwegs im Internet mit YouTube oder sonst was. Und ich habe auch viel Kontakt mit Leuten, die diesen Wagen fahren. Und die sagen mir alle dasselbe. Alle haben sie durch die Reihe Probleme mit dem Fahrzeug. Ne? Und alles basierend auf Qualitätsprobleme, Achsschenkel, die abreißen. Der eine, wie gesagt, auch ein paar Mal jetzt schon die Gelenkwellen abgedreht, ne? Dass die Stifte verbogen waren. Und oh, also. Die sind auch nur am wirklich am, naja, ihr wisst schon. Sind auch nicht ganz so zufrieden, ne? Sondern, ja. Dann muss man eben was machen. Da muss man sich eben seine Grütze im Kopf anstrengen und gucken, was man macht. Ne? Und wie ihr jetzt sehen könnt, ich kann das jetzt nochmal zeigen. Der Motor, erstmal hier Kabel ein bisschen zur Seite legen. Der Motor wird ja ungefähr hier so, ne? Könnt ihr sehen. Also Platz genug ist da. Ne? Auch mit den Achsen später, Platz genug ist da. Vorteil ist auch, das Gewicht ist schön tief jetzt dann. Ich denke mal, dass das Fahrverhalten dann natürlich auch dementsprechend wird. Ich muss noch mal gucken, was jetzt nicht so schön war, ist, dass die kein Ritzel mitgeliefert haben. Ne?
Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Modul ist, was da drin ist. Muss ich mich noch eben schlau machen. Und dann muss ich eben gucken, was man da am besten für Ritzel fährt. Ne? Weil man muss jetzt, weil es ein Eingang ist, vom Ritzel her ein bisschen vermitteln. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, ich nehme das kleinste Ritzel. Ja, kann man, natürlich kann man das machen. Kann man sagen, okay, ich nehme es. Aber dann wird die Endgeschwindigkeit wahrscheinlich wieder nicht ganz so hoch liegen. Ne? Da muss man dann wahrscheinlich dieses gesunde Mittelmaß finden, dass der Motor auch nicht zu sehr belastet wird und trotzdem noch eine vernünftige Geschwindigkeit hat. Ne? Es muss kein Rennwagen sein, absolut nicht. Ne? Ich muss mal gucken. Vorteil ist ja auch noch, bei den Mios Race-Achseln, Achsen, Achseln, nicht Achseln, Achsen. Junge, Junge, Junge. Kann man die Kegelzahnräder auch noch in verschiedenen Übersetzungen sich einbauen. Also man ist nicht auf eine Übersetzung angewiesen. Ne? Also da kann man auch noch ein bisschen rumspielen, falls einem das nicht ganz passt. Das ist auch das Schöne daran. Ja. So, habe ich genug gesagt? Wahrscheinlich. Sieht alles wild aus, ich weiß. Nachteil ist jetzt, was heißt Nachteil, aber wenn ich jetzt so messe, muss ich mal gucken von hier, also wird die Kardanwelle 15 cm lang werden, vielleicht sogar 16 cm lang werden, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Die Originale war 11, ja, die war aber auch schon 11, ne? Also es wird ein bisschen länger. Ne? Ob das nachher irgendwelche Probleme bereitet, weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss sowieso sehen, wie die Aufnahmen sind, so wie ich mir das angeguckt habe. Sind die Aufnahmen nicht viel anders? Die Abstände, die Breitenabstände sind vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten ist das ungefähr alles gleich. Ne? Und dann wollen wir mal weiterschauen, ne? Wie das sich alles so verhält. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Umbau so voranschreitet. Ne? Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen, vielleicht ein Amerikaner der zuguckt oder ein Engländer der zuguckt. Oder, oh, ich weiß gar nicht, wo der wegkommt. Ein Koreaner, ich habe letztens noch mit einem Koreaner geschrieben. Der lebt auf einer wunderschönen Insel, wo er da fahren kann. Also, wenn ihr das seht, traumhaft. Traumhaft. Ne, also da habe ich ihm auch geschrieben, ich sage, alter Schwede, was musst du stolz sein, da auf so ein Blöckchen Erde zu leben, wo man dann auch so RC-Cars fahren lassen kann. Ne? Und der hatte seinen Miller auch umgebaut auf Fusion Pro und hat seitdem nur Ärger. Ne? Naja, egal. Südafrika habe ich einen kennengelernt. Also wie ich, das ist das Schöne an diesem Hobby, dass es wirklich weltweit ist. Ja. Ja, und das ist das Schöne, und dass man sich dann über YouTube oder E-Mail austauschen kann, ist richtig eine geile Geschichte. Ne? Und Verbesserungen sind doch immer eine Tagesordnung. Wir sind doch immer an unseren Autos, an Klütern und am Machen, dass man sich irgendwas verbessert oder verstärkt oder wie auch immer. Ja. In dem Sinne, schönen Rest Dienstagabend und bratet nicht zu viel in der Sonne. Tschüss.